UI-Label haben wir im Griff, oder? Naja, so ein bisschen. UI-Button haben wir im Griff, oder? Okay, auch nur so ein bisschen. Und schon machen wir das nächste. UI-Textfield. Und wir wollen uns also von unserem iPhone endlich mal per Handschlag, naja, zumindest per Namen ansprechen lassen. Und dazu machen wir uns ein neues Projekt. Wie sollte es sein? Eine Single-View-Application. Hello Developer, ja, ihr glaubt's unter Umständen noch nicht, aber ihr werdet Entwickler oder ihr seid Entwickler und ihr seid iOS Entwickler. Ihr könnt dann Apps für iPad, iPhone und Co. machen. Das ist ein Traum, sag ich euch, das ist ein Traum. So. Also, wir gehen hier in unser Storyboard, weil wir es einfach schon immer so gemacht haben. Und werden jetzt ein paar Elemente ziehen. Wir nehmen uns einen Label, den legen wir uns hierher. Das wissen wir schon, was jetzt kommt. Klar, Auto Layout Constraints, 0 von oben, 16 von links, 16 von rechts und mach dich dahinne. Und da steht unser Label. Und wenn ich denn schon drauf hinweise, bitteschön, dann eben auch immer Dynamic Size, Title 1 und dann steht da nicht Label, sondern nenne mir deinen Namen. Wow, jetzt wird es so richtig mystisch, ne? Machen wir zentriert noch. Jetzt holen wir uns was Neues. Ein Textfield, ein UI-Textfield. Das ist dann hier an der Stelle. Und das werden wir jetzt auch platzieren. Und zwar, ja, 8 Punkt zu unserem Label, der da drüber ist. Und auch hier bitte 16 von links und 16 von rechts und add 3 Constraints. Und da haben wir dann unser Textfield. Und ein UI-Textfield, das kann so einen Placeholder bekommen. Da steht also dann so ein leicht grauer Text, solange noch nichts vom User getippt ist drin. Und da können wir ja sagen, Name. Ja, es soll also hier nach dem Namen fragen. Und Font machen wir dann hier von mir aus mal ein System-Font mit 17. So, dann ist das auch ein bisschen was größer. Und dann brauchen wir noch einen Label. Wir wollen ja dann, je nachdem, was wir da getippt haben, auch mal sehen, wie der Benutzer denn dann tatsächlich heißt. Also auch das 8 von oben gerne und 16 von links und 16 von rechts, 3 Constraints adden. Und dann können wir schon mal hinschreiben, hallo, Doppelpunkt, wie auch immer wir dann hier unseren Namen nennen werden. So, was brauchen wir denn? Nenne mir deinen Namen, das ist eben nur ein Label, da müssen wir zur Laufzeit gar nichts mitmachen. Aber auf unser Textfeld müssen wir irgendwie zugreifen und dieses Hallo-Label müssen wir dann zur Laufzeit irgendwie befüllen. Und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie sagen, dass wir fertig sind, wenn wir den Namen getippt haben. Haben wir ja ganz vergessen, machen wir es einfach, holen wir uns noch einen Button und legen den hier hin und sagen, da steht jetzt nicht Button, sondern fertig drauf. Und den Button werden wir auch 8 von oben und das könnt ihr mitsingen, 16 von links und 16 von rechts mit den Constraints da positionieren. Und hier müssten wir dann wohl eine Action haben. Also eine Action für den Button, ein Outlet, glaube ich, für dieses, damit wir es füllen können. Und wie wollen wir an den Inhalt des Textfields herankommen, indem wir auch ein Outlet darauf haben? Ja, über das Outlet habe ich eine Referenz auf das Element auf dem Storyboard und kann dann mit diesen Inhalten, die das Element hat, zum Beispiel den Text in einem Textfield, aber auch den Text in einem Label, kann ich dann zugreifen. Also Assistant Editor, das geht uns ja schon locker von der Hand. Name, das ist unser Name Textfield. Also wieder einmal Control. Und mit der Maus ziehen wir uns hier etwas rüber, ein Outlet. Und das ist dann unser Outlet vom Name
Text Field, ja, und weil wir auch noch vielleicht ein Name Label haben werden, schreiben wir doch den Typ dahin. Hier haben wir nämlich schon das. Ja, eigentlich ist es nicht das Name Label, sondern das Outlet ist dann unser Greeting, unser Begrüßungslabel, ein Greeting Label, so. Und hier haben wir unseren Button und wenn ich den klicke, ist es eine Action. Und das wäre dann unser Ready-Button, sind wir mal höflich, Touch-Up in Zeit. Ja, also ich verknüpfe mit dem Methodennamen auch gleich das Event. Dann weiß man genau, wann diese Methode aufgerufen wird. IB-Action, Ready-Button, Touch-Up in Zeit. Und ja, Leute, es ist halt so, auch wenn wir im UI-Framework hier im Storyboard mal Deutsch soweit erstmal machen, Variablen-Namen machen wir halt meistens auf Englisch. Das kann man tun, das muss man nicht, da seid ihr frei. Ich mache es so und es schadet nicht, wenn ihr euch dran gewöhnt, wenn ihr später auch in Projekten arbeitet, dann ist das eher der Standard. So, dann haben wir also hier schon mal unsere Outlets, die wir brauchen und unseren Ready-Button Touch-Up in Zeit, unsere Action und dann ja werden wir das auch hier gleich fertig machen. Ich denke, das passt in ein Video herein. Was müssen wir denn tun, wenn der Fertig-Button geklickt wird? Wir müssen den Text aus dem Textfeld nehmen und in das Hallo-Label einbauen. Also gar nicht mal so kompliziert. Und das können wir jetzt auch in einer Zeile Code schreiben. Und ich mache das mal und baue dann ja eine Brücke zu den Optionals, eins nach dem anderen. Wir werden uns das jetzt hier mal anschauen, indem wir sagen, unser Greeting-Label-Text soll sein ein String, nämlich Hallo. Und was soll da drin stehen? Es soll drin stehen, was im Name Textfield als Text sich befindet. Ich bin mal gemein, hab mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Macht's einfach mal so. Und wir gucken dann hier hin, wenn wir die App ausführen, ob das auch alles richtig funktioniert. Also ein Hexenwerk war es ja nicht. Wir haben jetzt eben mal zwei Labels, ein Button und ein UI-Textfeld auf unserem Display. Nenne mir deinen Namen und dann klicke ich da mal rein und dann schreibe ich, ja, Entschuldigung, der Placeholder war das nicht. Da schreibe ich rein, dass ich der Frankie bin. Und wenn ich dann hier auf den Fertig-Button klicke, dann steht hier tatsächlich Hallo Frankie. Also zwei Labels, ein Textfield und ein Button, nicht besonders kompliziert. Aber wenn wir es machen, wollen wir es natürlich möglichst richtig machen. Hier also nochmal auf das Textfield. Und das ist der Inhalt, der halt schon vorgegeben ist. Wollte ich gar nicht. Ich wollte und hat es ja auch benannt, den Placeholder-Text. Und das schauen wir uns dann auch nochmal an, wie es jetzt richtig aussieht. Ja, jetzt holen wir uns die App nochmal nach vorne. So viel Zeit soll dann auch noch sein. Und dann steht hier, nenne mir deinen Namen. Ihr seht, Name ist jetzt hier hellgrau. Sobald ich da was tippe, Frankie, dann verschwindet auch dieser Placeholder. Und wenn ich fertig klicke, dann begrüßt uns schon unsere App hier mit Hello Frankie. Also da tragt ihr natürlich euren Namen ein und dann werdet ihr von eurem Simulator auch mal mit Namen angesprochen. Ein paar Elemente mehr als vorher. Ihr seht auch mit diesen Constraints, dass die immer zum vorherigen Objekt sich ausrichten können. Ja, wenn also etwas größer ist zur Laufzeit oder kleiner, dementsprechend wird das nächste dann dazu so und so viel Punkt im Abstand positioniert. Eine sehr elegante Sache.
Und vom Quelltext her wirklich easy. Name Textfield, Greeting Label und unser Ready Button Touch-Up in Zeit als Method, wenn denn der Button geklickt wird. Und ja, Swift ist sehr kompakt, wenn man das will. Und wir können dem Greeting Label Text hier gleich den Wert zuweisen über die String Interpolation, den Inhalt des Textfeldes. Wow! Und das mit dem Ausrufezeichen. Seid mir nicht böse? Lasst's doch einfach mal weg und lasst die Anwendung laufen. Also, bis dann zum nächsten Video. Ciao!